Allah Azza wa Jal, er könnte uns ein ganz anderes Leben auferlegen. Aber schaut mal, hat Allah Azza wa Jal uns die guten Dinge verboten? Allah hat sie uns nicht verboten. Wir dürfen heiraten. Was dürfen wir noch? Na'am, ich spreche Ahlul Halal an. Was dürfen wir noch? Na'am, wir dürfen Spaß haben. Aber was heißt Spaß haben? Döner essen. Döner essen, ne? Allah, wenn ihr wenigstens einen guten Döner in Braunschweig habt. Bis jetzt habe ich noch keinen gesehen. Na'am, Fußball spielen. Sehr gut. Was dürfen wir noch? Sanjabil trinken. Ne? Was dürfen wir noch? Leckere Säfte trinken. Leckere Säfte trinken. Hier sind alles Genießer. Allahumma barik. Hier geht es bei euch nur um Essen und Trinken. Na, dürfen wir heiraten? Wir dürfen heiraten. Mit Männern oder mit Frauen? Divers. Heute ist divers. Divers und pervers. Möge Allah so schnell uns bewahren. Das heißt, Allah hat dir die guten Dinge nicht verboten. Im Gegenteil, er hat sie dir erlaubt, weil er weiß, du bist kein Engel. Die Engel selber, sie essen und trinken nicht. Essen Engel und trinken sie? Nein, sie essen und trinken nicht. Und die Engel kennen nur eine Sache, Gehorsamkeit gegenüber Allah Azza wa Jalla. Sie sind die gesamte Zeit in Anbetung zu Allah. Wollte Allah, dass wir Engel sind? Ja oder nein? Nein, also hat er uns zu Menschen erschaffen und er weiß, dass wir als Menschen eine andere Erschaffung sind als die Engel. Und daher ist es nicht deine Aufgabe, wie ein Engel zu leben. Es gibt Leute, der will sein Menschsein überschreiten und ein Engel werden. Und er wird niemals ein Engel werden. Was sagt Allah subhanahu wa ta'ala über die Engel? لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Sie widersetzen sich Allah nicht. Sie sind nicht sündig gegenüber Allah. Und sie führen aus, was Allah ihnen befohlen hat. Das sind Engel. Eine Frage, wie oft widersetzen wir uns am Tag gegenüber Allah? Nicht nur einmal oder 10-mal oder 100-mal. Manche Leute, wir können es nicht mehr erfassen. Aber der Mensch ist anders. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte über die Engel, und diese Überlieferung, liebe Geschwister, hat Ibn Kathir rahimullah ta'ala als sahih klassifiziert, dass Allah azza wa jal seit Erschaffung der Himmel und der Erde, Allahu Akbar, wann war das? Auf jeden Fall mehrere tausend Jahre liegt das zurück. Seit Erschaffung der Himmel und der Erde hat Allah Azza wa Jal Engel erschaffen. Diese Engel befinden sich seit diesem Zeitpunkt, seit über nicht nur 1000 und 10.000 und 100.000 Jahre, nur Allah weiß, was diese Zeitentfernung ist. Seit dieser Zeit sind diese Engel im Rukur, in der Verbeugung, und im Sujud, in der Niederwerfung. Und so verweilen sie bis zur Stunde, bis die Stunde antrifft. Und wenn die Stunde eintrifft, dann sagen sie, indem sie ihre Köpfe heben aus der Verbeugung und aus der Niederwerfung, مَا عَبَدْنَاكَ حَقَّ عِبَادَتِكَ. Wir haben dir nicht gerecht gedient, ja Allah. Subhanallah. Sie waren die gesamte Zeit in Anbetung. Wie viele Sünden haben sie gemacht in dieser Zeit? Gar keine. Haben sie gegessen, getrunken, gelacht? Das sind Engel. Wir sind keine Engel. Wir brauchen Spaß. Wir brauchen Leben. Wir brauchen Gesellschaft. Das ist das, was wir Menschen brauchen. Wir brauchen eine Frau. Wir brauchen Kinder. Wir brauchen Liebe und Zuneigung zueinander. Wir brauchen Brüder, mit denen wir uns auch treffen und mit denen wir uns austauschen. Das ist dein Menschsein. Allah hat es dir doch nicht verboten. Daher ist für mich, wallahi al-azim, die Frage, was fehlt dem Menschen denn eigentlich? Was fehlt ihm? Und ich möchte euch hier nur auf eine Sache hinweisen, liebe Geschwister. Allah Azza wa Jal hat uns sehr viele Sachen für halal erklärt. Sehr viele Sachen, die uns erlaubt sind. Im Übrigen, alles ist uns erlaubt im Leben, bis es einen Beweis gibt, dass dieses verboten ist. So ist die Regel. Tayyib. Reden wir über Fleisch. Welches Fleisch dürfen wir essen? Von welchen Tieren? Der Kleine weiß Bescheid. Kuh? Ja, wie macht die Kuh? Richtig. Wir dürfen Kuhfleisch essen. Was können wir noch essen an Fleisch? Na, bitteschön. Rindfleisch. Rindfleisch, sehr gut. So ein richtiges T-Bone Steak, eh? Na, was nur noch? Hähnchenfleisch. Sehr gut. Was noch? Schafsfleisch. Was noch? Kamelfleisch, Allahu Akbar, er weiß Bescheid. Warst schon mal in der Wüste? Kamelfleisch, was noch? Kalb. Kalb oder nicht Kalb auf Arabisch, Kalb auf Arabisch ist Hund. Das letzte Mal lieber. Na. Hase. Hase, okay. Ich meine, subhanallah,
diese ganzen Fleischsorten sind erlaubt, aber nein, er braucht das Schwein. Yani, wo leben wir? Wo leben wir, Yahuwah? Wallahi, sei froh, dass Allah dir das verboten hat. Sei froh. Ich bin so froh, dass Allah uns das verboten hat. Weil das ein anderes Tier als die anderen Tiere sind. Und jeder weiß das. Das ist im Übrigen nicht nur im Islam verboten, sondern auch im Juden und im Christentum. Weil das etwas Übles und etwas Schändliches ist. Etwas Unreines ist, liebe Geschwister. Tayyib, Allah subhanahu wa ta'ala hat dir alles an Getränke erlaubt. Du kannst trinken, was du willst. Gemüsesaft, Mangosaft, Honigsaft, was auch immer du willst. Aber nein, er braucht den Alkohol. Er braucht den Jim Beam. Das heißt, du bist nicht zufrieden mit dem, womit Allah zufrieden ist. Allah hat dir nichts vorenthalten, wallahi al-azim. Und schaut nur, damit wir verstehen, liebe Geschwister, Adam alayhi salatu wassalam war wo? Er war im Paradies. In welchem Paradies? Passt auf vor der Aussage, es gibt irregehende Sekten, sie sagen, das Paradies von Adam war in der Dunya. A'udhu billah. Sondern das Paradies, wo Adam verweilt hat, war wo? In Al-Jannah, und zwar im ewigen Paradies. Dort hat er gelebt mit seiner Frau, wer? Hawa. Adam war zufrieden im Paradies. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat ihm alles an Früchten gegeben, was er wollte. Aber er hat ihn gewarnt. Aber nährt euch nicht diesen Baum. War sonst alles außer diesem Baum erlaubt oder nicht? Es war alles erlaubt. Aber was hat der Shaitan gemacht? Er kam zu Adam alayhi salatu wassalam und sagte zu ihm, wenn du von diesem Baum isst, dann werdet ihr ewige Engel sein. Was hat er ihm verkauft? Ein Wunsch, oder? Ich meine, überlegt mal, ihr lebt im Paradies, willst du irgendwann raus aus dem Paradies? Das ist das ewige Paradies gewesen. Ihr werdet für ewig leben, wenn ihr von diesem Baum isst. Und ihr werdet zu Engel werden. So hat er es ihm verkauft. Und Shaitan, er kommt nicht, indem er dir sagt, trink Alkohol, sondern er nennt sie bei anderen Namen. Nimm ein Softdrink. Weil Softdrink ist was anderes, das ist nicht Alkohol. Er hat das nur mit einem anderen Namen. Er hat ihn auch nicht gesagt, iss vom verbotenen Baum. Was hat er gesagt? Hat er gesagt, iss vom verbotenen Baum? Nein, weil das Wort selber, er weiß, der Shaitan, damit kannst du keine Leute anlocken. Also schmückt er dieses Wort aus, um ihnen zu sagen, wenn du von diesem Baum isst, dann wirst du ein Engel werden und für ewig leben. Und er hat ihn geschworen, der Iblis, Shaitan, ich bin dir ein guter, oder ich bin euch ein guter Ratgeber. Jetzt ich frage euch, warum hat Adam davon gegessen? Manche sagen ja, Adam alayhi salatu wassalam war was? Ein Prophet. Warum hat er sich Allah widersetzt? Und Allah sagt das ja im Koran. Wa'asa Adamu Rabba. Adam hat sich seinem Herrn, Allah subhanahu wa ta'ala, widersetzt. Wer sagt mir, warum hat Adam sich widersetzt? Obwohl er, wie manche sagen, ein Prophet war. Und wenn er auch kein Prophet war, er hatte eine gewaltige Stellung. Wie konnte es sein, dass er all diese Gnaden lässt und von diesem verbotenen Baum isst? Wie? Na? Er hat vielleicht das Gute in Iblis gesehen, auch wieder. Er hat das Gute in Iblis gesehen, du musst konkret werden. Na? Er hat auf Allah geschworen. Baraklaufig. Ja. Iblis hat auf Allah geschworen. Waqasamahuma. Und er hat ihn geschworen, ich bin euch nur ein guter Ratgeber. Was hat Adam alayhi salatu wassalam gedacht? Wer wird sich trauen, auf Allah zu schwören, während er dabei lügt? Wer wird sich das trauen? Ich sage euch, wer sich das traut, unsere Jugendlichen in der heutigen Zeit. Sie schwören jede 2 Minuten auf Allah und was machen sie dabei? Sie? Ne? Sie lügen. Adam alayhi salatu wassalam hat sich gedacht, das geht nicht. Einer kommt und sagt mir, das wird passieren und niemals werde ich euch enttäuschen. Ich bin euch ein guter Ratgeber. Dann dachte Adam, der kann mir nur Gutes raten und der wird mich nicht anlügen. Und wer wird sich trauen, auf Allah in Lüge zu schwören? Die Sache für Adam war gegessen.
Und dann hat er von diesem verbotenen Baum gegessen, er und seine Frau. Und das ist eine Lüge, liebe Geschwister, wie manche Leute erzählen. Nur Hawa, seine Frau Eva, hat ihn dazu bewegt und er hat überhaupt keine Schuld. Nein, Allah hat gesagt, وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ. Und Adam hat sich seinem Herrn widersetzt. Das heißt, sie haben beide einen Anteil gehabt. Und daher, wisse, Allah hat dir so viele Sachen zur Verfügung gestellt. Aber der Shaitan, er möchte dir diese Sache ausschmücken. Einer von uns ist heute verheiratet. Seine Frau macht alles für ihn und er ist eigentlich allgemein zufrieden mit ihr. Aber du siehst, er geht in die Programme herein und guckt sich diese versauten Filme im Internet und guckt sich die versauten Bilder im Internet an. Bist du nicht zufrieden mit dem, was du mit deiner Frau bekommen hast? Hat Allah sie dir nicht als Gnade gegeben? Ja, Ikhwa, wenn wir nicht lernen, zufrieden zu sein, dann werden wir niemals mit dem zufrieden sein, was Allah uns gegeben hat. Das heißt, wenn wir zufrieden sind mit Allah, khalas, das reicht mir. Ich bin zufrieden damit. Aber wenn du nicht diese Zufriedenheit in deinem Herzen trägst, dann wirst du die Grenzen überschreiten und du wirst dich irgendwann in einer Lage sehen, wallahi, die sehr gefährlich ist. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. يا ذاكر الأصحاب كن متأدبا يا ذاكر الأصحاب كن متأدبا واعرف عظيم منازل الأصحاب هم صفوة رفعوا بصحبة أحمد وبذاك قد خصوا من الوهاب